gedrängt hat es Vuka Spiszczek in sein neues Amt gewiss nicht. Trotzdem übernimmt er es gerne, weil er das als Auszeichnung und Ehre empfindet, versichert Sportdirektor Michael Zorc. Spiszczek wurde zu Wochenbeginn zum stellvertretenden Kapitän von Borussia Dortmund ernannt. Das ging im Trubel um Axel Witzel etwas unter. Schon am Dienstag schlug Spiszczeks große Stunde. Marco Reus als erster Kapitän hatte die Binde im Vormittagstest gegen den FC Zürich, 4:3, getragen. Spiszczek tauschte dann am Abend in St. Gallen gegen Neapel, 1:3, mit seinem italienischen Amtskollegen die Wimpel. Es ist eine logische und natürliche Entscheidung, dass er Marcos Stellvertreter wird, betont Zorc. Nach jetzt schon 8 Jahren beim BVB gilt Spiszczek als Institution bei den Westfalen, sportlich wie menschlich gleichermaßen hochgeschätzt. Der 33-Jährige, der nach 65 Länderspielen gerade erst den patriotischen Dienst für Polen quittiert hat, kennt den Verein wie seine Westentasche, mitsamt aller handelnden Personen. Er könne beim Neustart einen wichtigen Beitrag leisten, glaubt der Sportdirektor. Spiszczek wechselte 2010 von Hertha BSC zur Borussia. 204 Bundesligaspiele, 14 Tore, 35 Vorlagen, in Schwarz-Gelb wurden für ihn registriert. Erst im Frühjahr verlängerte der BVB den Vertrag seines Rechtsverteidigers noch einmal bis 2020. Danach will Spiszczek in sein Heimatland zurückkehren. Aufgrund seiner Leistung, seines Auftretens und seiner langen Vereinszugehörigkeit ist er als Vizekapitän die richtige Wahl, meint Zorc. Spiszczek ist in der Mannschaft auch als Typ unumstritten.